Liebe Brüder und Schwestern im Islam, Ramadan ist eine große Chance, die jetzt genutzt werden muss. Denn diese Chance kann schon bald vorbei sein. Ziel von Ramadan, das wissen wir alle, ist, dass wir gottesfürchtiger werden, dass wir die Nähe Allahs gelangen, dass wir weniger Sünden begehen. Das ist Taqwa, dass du weniger Sünden begehst und mehr Pflichten erfüllst. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Du musst auf dich schauen. Und ich habe das letztes Mal gesagt. Und ich wünsche mir von jedem Einzelnen von euch, der mich hört, dass er auf seine Taten guckt und schaut. Wo sind meine Taten? Was ist eine Sache, die ich jetzt ändern muss im Ramadan? Nicht irgendwann, jetzt, eine Sache, nur eine Sache. Und Allah gibt dir jetzt die Möglichkeit, sie zu ändern. Jetzt ist es so einfach und du hast so viel Zeit, dir das anzugewöhnen. Diese eine Tat für Allah, diese Pflicht. Ich rede nicht von Dingen, die mustahab sind. Ich rede von Pflichten. Ich rede von Haram. Was du unbedingt lassen musst, und das weißt du. Und du willst das. Und jetzt sollst du es auch tun. Jeder von uns hat ein Laster. Jeder von uns hat eine Sünde. Jeder von uns hat Fehler. Ich möchte, dass du dir einen Fehler herausnimmst, den größten, der dich belastet. Und sagst in Ramadan, das ist mein Ziel, möchte ich diesen Fehler lassen. Denn wenn du nicht ein Ziel hast, wirst du dieses Ziel nie erreichen. Nimm dir ein Ziel. Und das Ziel ist, dass du diese Sünde lässt und diese Pflicht erfüllst. Ich sage nicht, dass wir sündenfrei werden. Das wäre gelogen. Und so hat Allah uns nicht erschaffen. Allah sagt im Hadith al-Qudsi, Ja, Ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. O meine Diener, ihr sündigt am Tag und in der Nacht. Und ich vergebe alle Sünden. So bittet mich um Vergebung, dann werde ich euch vergeben. Das ist deine Aufgabe. Deine Natur ist, dass du Fehler begehst. So hat Allah uns erschaffen. Unsere Aufgabe ist, Allah um Vergebung zu bitten. Und Allah wird dir vergeben. Das hat er versprochen. Das hat er von dir verlangt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, ja bekannt ist, dass jedes Kind Adams Fehler begeht. Fehler sind Sünden hier gemeint. Viele Fehler, Khatta. Doch die besten unter ihnen sind diejenigen, die Reue bei Allah suchen, die umkehren, die zurückkommen, die wissen, dass sie einen Fehler begangen haben und sagen, ja Rabbi, vergib mir, ich weiß, dass ich falsch war. Und Allah wird uns vergeben. Eine der, subhanallah, schönen Ayat und alle Ayat sind schön, ist in Surat An-Nisa, zeigt Allahs Barmherzigkeit und wie gewaltig sie ist. Allah sagt, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Wenn ihr die großen Sünden lasst, fernbleibt von den großen, von den Kabair, werden wir euch eure Sünden vergeben und euch in den Paradiesgarten eingehen lassen. Wie bitte? Noch einmal, Allah sagt, wenn ihr die großen Sünden lasst, ich rede nicht von kleinen, kleine machen wir jeden Tag, die großen, Allah sagt, wenn du die großen Sünden lässt, Zina und Khamr und Lästern und Töten und Klauen, wenn du die großen Sünden lässt und nicht beten und lügen, und wie viele es gibt, aber die groß,
Wenn du die Großen lässt, wird Allah dir automatisch alle Sünden vergeben und dich ins Paradies eingehen lassen. Subhanallah, wie barmherzig Allah ist. Und im Hadith heißt es, die fünf täglichen Gebete und von Jum'a zu Jum'a und von Ramadan zu Ramadan ist eine Wiedergutmachung, eine Buße, ein Auslöscher für die dazwischen gemachten Sünden, wenn die großen Sünden vermieden wurden. Unsere Aufgabe ist, also die großen Sünden zu unterlassen. Was ist deine große Sünde? Frag dich. Was ist deine große Sünde? Ich möchte, dass du mit dieser einen Sünde im Ramadan aufhörst. Mit dieser einen großen Pflicht, die du machen musst, dass du für Allah sie erfüllst im Ramadan und du hast noch Zeit, dich daran zu gewöhnen. Denn man braucht eine Zeit. Man war jahrelang nachlässig und willst, dass sie in einem Tag richtig sitzt? Nein. Ramadan ist eine Schule. Du sollst dich daran gewöhnen. Und deshalb wirst du es schaffen, mit Allahs Hilfe in dieser Zeit dich daran zu gewöhnen. Warum nur ein Schritt? Warum nicht mehr? Ich habe so viele Baustellen. Ich habe so viele Fehler. Ich hatte so viele Sünden. Das haben wir alle. Aber beginne mit einem Schritt, mit einer Sache. Denn eine Sache wird leicht fallen. Beginne mit einer Sache. Denn eine Sache schaffst du. Beginne mit einer Sache. Denn viele Sachen sind schwer. Viele Sünden auf einmal zu bearbeiten, ist wirklich schwer und man wird es nicht schaffen. Fang mit einem Schritt an und schon ein Schritt wird dein Leben ändern. Wallahi. Und Einfluss auf dein anderes Leben haben, auf andere Taten. Merkst du denn nicht, dass das Fasten allein dein Leben im Ramadan geändert hat? Merkst du nicht die Veränderung, wie schön es ist, Allah nah zu sein? Und ihr befindet euch alle in Ibadah. So viele Stunden in Ibadah. Mit einer Tat hat man auf einmal Lust, mehr für Allah zu tun. Man verliert die Lust auf Haram. Man verliert die Lust, seine Zeit zu vergeuden. Das alles kommt vom Fasten, was Allah uns auferlegt hat, von seiner Barmherzigkeit. Wallahi, wie Allah barmherzig ist, können wir nicht erfassen. Allah ist schneller im Lohn. Allah ist schneller im Lohn. Wenn du Allah einen Schritt zu ihm kommst, entgegenkommst, wird er dich noch schneller belohnen. Er wird dich festigen. Er wird dich in seine Nähe lassen. Er wird dir hohe Stufen geben. Er wird dich ins Paradies eingehen lassen, weil du einen Schritt begangen hast. Du bist einen Schritt gegangen und Allah nimmt dich an, egal wie dein Leben vorher war. So barmherzig ist Allah. Fang mit einem Schritt an. Fang mit einer Tat an und dein Leben wird sich mit dieser Tat ändern. Die hoffnungsvollste Ayah im gesamten Koran ist in Surat Az-Zumar. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O meine Diener, die ihr maßlos gegen euch selbst euch vergangen habt. Ihr habt Sünden begangen und habt alle Grenzen überschritten. Jede Grenze, jede Sünde, jede Tat, die man nicht machen sollte, habt ihr getan. Allah spricht zu den größten Sündern überhaupt.
und verbietet ihnen, dass sie die Hoffnung verlieren sollen. La taqnatu min rahmatillah. Verliert niemals die Hoffnung an Allah, an die Barmherzigkeit Allahs. Denn Allah wird alle Sünden vergeben. Allah vergibt alle Sünden. Er ist der Allvergebende und Barmherzige. Egal, wie schwer die Sünde war, wie schlimm die Sünde war, egal, wie oft du sie wiederholt hast, immer wieder, Allah sagt dir, ich vergebe sie dir, wann immer du kommst, wann immer du Reue suchst, ich nehme sie an. Ich nehme dich an. Verlier niemals die Hoffnung. Allah wird dich immer wieder annehmen. Denn Allah möchte nicht, dass der Shaitan zu dir kommt, und ich bin sicher, dass er zu euch schon gekommen ist, so wie auch zu mir gekommen ist und zu allen anderen. Er möchte nämlich, dass wir sagen, es hat keinen Sinn. Ich schaff's doch eh nicht. Ich hab's versucht. Wallahi, ich hab's versucht, von dieser Sünde wegzukommen. Ich hab's nicht geschafft. Einmal und zweimal und zehnmal und 50-mal und 100-mal. Ich hab's versucht. Und Shaitan sagt dir, hat keinen Sinn. Bleib so. Du bist entschuldigt. Siehst du, du hast es probiert. Du wurdest nicht dazu geboren. Jeder ist Sünder. Bleib so. Allah wird dir das schon vergeben. Und lässt ihn ohne Reue. Lässt ihn ohne Reue leben und ohne Reue sterben. Das will er. Das will Allah nicht. Wisst ihr was? Ein so schöner Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ein Diener beging eine Sünde. Stell dir vor, du bist dieser Diener. Und stell dir vor, du machst gerade diese Sünde. Ein Diener beging eine Sünde. Da sagte er, ja Rabbi, vergib mir meine Sünde. Und so ist der Mu'min. Er begeht die Sünde. Und dann sagt er, ja Rabbi, vergib sie mir. Vergib mir diese Sünde. Und dann sagte Allah, mein Diener hat eine Sünde begangen. Und er wusste, dass er einen Herrn hat, der die Sünde vergibt. So habe ich ihm vergeben. Allahu Akbar. So schnell! Es geht weiter. Dann sündigte dieser Diener wieder, noch einmal, und sagte danach, ja Rabbi, ich habe gesündigt, vergib mir. Und Allah sagt, mein Diener, wusst, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt und der für die Sünden belangt, zur Rechenschaft zieht. So habe ich ihm vergeben. Subhanallah. Er hat die Sünde wiederholt. Dieselbe Sünde wiederholt. Und Allah hat ihr ein zweites Mal vergeben. Dann geht es weiter. Da sündigte dieser Diener wieder. Ein drittes Mal. Und er sagte, ja Rabbi, ich habe gesündigt. Ja Rabbi, vergib mir. Da sagt Allah, mein Diener wusste, dass er einen Herrn hat, der vergibt und der für die Sünde belangt. Ich habe ihm vergeben. Und dann kommt, und mein Diener soll tun, was er mag. Solange er nach jeder Sünde, die er begeht, mich um Vergebung bittet,
werde ich ihm vergeben bis Yawm al-Qiyamah. Allahs Barmherzigkeit ist unbegrenzt. Allahs Vergebung hat keine Grenzen. Wenn du eine Milliarde Mal sündigst, wird Allah dir eine Milliarde Mal vergeben. Wenn du Menschen tötest, wird Allah dir vergeben. Kennt ihr nicht denjenigen, der 100 Menschen getötet hat? Und Allah hat ihm vergeben? Ist deine Sünde größer als die Sünde desjenigen, der 100 unschuldige Menschen getötet hat? Und Allah hat ihm vergeben. Du musst es nur wollen. Verliere niemals die Hoffnung. Immer wenn du sündigst, sag ja Allah. Und Allah nimmt dich an. Wallahi, Allah nimmt dich an. Möge Allah uns alle annehmen. Amen. Ein anderes Thema, was ich gerne mit euch besprechen möchte, meine lieben Geschwister, mit der Überschrift: Hey, ihr zwei Esel, kommt beten. Sheikh Mohammed Hassan, möge Allah ihn bewahren, hat vor mehreren Jahren eine Geschichte erzählt, die mir noch im Gedächtnis geblieben ist. Ich hoffe, dass ich so noch genau hinbekomme. Aber für mich war sie sehr lehrreich, diese Geschichte. Und zwar sagte der Sheikh, er wollte einmal vorbeten als Imam. Und es wurde auch Adhan gerufen. Die Leute haben Sunna gebetet. Und dann kam Iqama-Zeit. Und es wurde gerade Iqama gerufen. Und dann kamen die Betenden, die Iqama gehört haben, kamen in die Moschee hinein. Und vor der Moschee standen zwei Männer. Und die haben sich noch unterhalten, während die Leute sich aufgestellt haben. Der Sheikh wollte gerade Takbiratul Ihram rufen oder sprechen, mit dem Gebet beginnen. Und da hörte er einen Mann rufen: Hey, ihr zwei Esel, kommt beten. Da hat der Sheikh sich umgedreht. Und die Männer sind reingegangen, als sie das gehört haben. Da hat der Sheikh gesagt: Nein, sie werden nicht mitbeten. Da hat der Mann gesagt: Warum, ihr Sheikh? Da hat der Sheikh gesagt: Weil Allah Esel nicht vorgeschrieben hat zu beten. Da hat der Mann sich geschämt. Und gesagt: Entschuldigung, ihr Sheikh, verzeih mir, Sheikh. Ich meinte das nicht so. Er sagte: Nein, nicht. Such nicht bei mir die Verzeihung. Bei den zwei Brüdern, die du gerade beleidigt hast. Was ist gerade passiert? Dieser Mann wollte die Menschen auf eine gute Weise zum Gebet bringen. Er wollte sie auf eine gute Weise, nicht auf eine gute Weise, das wäre schön, er wollte sie zum Gebet bringen, aber die Weise war nicht gut. Er hat sie beleidigt. Er wollte für ihn das Gute, für sie das Gute, aber die Weise war sehr schlicht. Und das, darauf müssen wir achten, meine lieben Geschwister, dass uns das nicht widerfährt. Wir wollen das Gute erreichen, aber der Weg dahin ist schlecht. Die Art und Weise, wie wir sprechen, Nasiha, kränkt den anderen, tut ihm weh. Du erreichst nicht das, was du erreichen möchtest. Ganz im Gegenteil, er wird eine Abneigung empfinden. Er wird das erst gar nicht tun, weil du so mit ihm gesprochen hast. Wenn jemand dir befiehlt, komm, mach, dann wirst du sagen, nein, jetzt erst recht nicht. Eine Trotzreaktion des Menschen, das ist normal. Und so ist nicht der Islam, meine lieben Geschwister. Ich weiß, das Gute hat dich dazu bewegt, ihnen auch das Gute zu wünschen. Und derjenige, der dir einen Ratschlag erteilt, der liebt dich für Allah. Er liebt dich für Allah, er will dir das Gute. Deswegen hat er dir das gesagt. Aber die Weise muss auch stimmen, meine lieben Geschwister. Da müssen wir aufpassen. Allah lobte die Mu'minin. Er sagte, Ruhamaa bainahum, die Sahaba. Sie sind barmherzig untereinander. Pass auf, dass du nicht einen Muslim verletzt, einen Muslim kränkst. Du willst das Gute für ihn, aber auf eine nicht schöne Weise. Meine lieben Geschwister,
auch wenn die Absicht gut ist. Manchmal ist es ganz gut, dass man eine andere Person zu Rate zieht. Vielleicht, wenn du jemandem einen Ratschlag erteilen willst, aber er ist fremd. Vielleicht ist er eine ältere Person. Du kennst ihn nicht, du weißt nicht, wie er reagiert. Dann kannst du zu jemandem gehen, der ihn kennt. Einen Imam, Vorstand, eine Respektperson, einen Schlichter. Und diese Person kann deinen Ratschlag übermitteln auf eine gute Weise. Manchmal braucht man Beweise dafür. Manchmal braucht man Stärke, Wissen. Denn nicht jeder akzeptiert von jedem. Nicht jeder akzeptiert von jedem. Und nicht jeder kann mit jedem auf eine beliebige Weise sprechen. Ein Vater kann mit seinem Kind anders sprechen, als du mit einem fremden Kind. Selbst wenn das Kind einen Fehler begeht, sollst du nicht direkt zum Kind gehen. Geh zum Vater, geh zur Mutter, geh zum Imam, der die Leute auf eine gute Weise daran erinnert. Denn manchmal ist man zu hart, ist man zu schroff und verletzt die Person. Und die Person will vielleicht nicht mehr in die Moschee kommen. Meine lieben Geschwister, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Jugendlichen nicht verschrecken. Unsere Jugendlichen kommen und wir freuen uns, dass sie kommen und beten mit uns Salatul Isha, was Pflicht ist. Dann beten sie vielleicht einige Raka'at Tarawih, was Nafila ist, freiwillig. Dann gehen einige von ihnen im Nebenraum spielen. Das ist in Ordnung. Wir können nicht jemanden anmachen und anschreien für Nafila. Freiwillig. Du wirst doch jemanden anschreien und sagen, Bruder, warum liest du nicht Koran? Fürchte Allah. Das ist Nafila. Warum bist du nicht Tarawih? Nafila, Bruder. Sei nicht hart. Bei Pflichten sei hart. Zu deinen eigenen Kindern. Aber nicht zu den Kindern der anderen. Für Nafila musst du barmherzig sein. Und allgemein musst du barmherzig sein. Selbst wenn sie keine Raka'a mitbeten, Tarawih, dürfen wir sie nicht anmachen. Aber was wir machen können, ist Nasiha. Auf eine schöne Weise sie darauf hinweisen, dass es so kurz ist. Betet das mit. Dieses Tarawih gibt es nur im Ramadan. Betet die paar Raka'a mit. Und danach könnt ihr, davor könnt ihr spielen. Aber nutzt diese Zeit. Und selbst wenn sie nicht wollen, dann lasst sie. Das ist nicht haram. Das ist die Nasiha, die ich an mich und an euch wenden möchte. Möge Allah uns allen vergeben und uns zu besseren Muslimen werden lassen. Amin. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.